Hallo zusammen. Oh, Batterie ist nicht so doll. Ja, in der heutigen Folge werden wir mal versuchen, hier diesen Umlenkhebel vom Federbein auszubauen, weil das Lager da unten kaputt ist. Ich wackel noch mal ein bisschen. Ihr seht, der hat hier in dem, wo das Federbein festgemacht ist, da hat der Spiel, da muss ein neues Lager rein. Ich werde versuchen, das ganze Ding irgendwie auszubauen. Ob es klappt, weiß ich nicht. Ich sag ja, ich werde es versuchen. Und dann sehen wir mal weiter. Gut. Dann werde ich erstmal ein bisschen vorbereiten. Tu mal ein bisschen Rostlöser drauf. Soweit ich dran komme. Ich habe leider keine andere Möglichkeit. Ah, da ist die Mutter von der anderen Seite. Da ist auch eine Mutter. Ja. Die Mutter ist da hinten. Ne? Da komme ich jetzt gar nicht dran. Auch nicht schlecht. Natürlich der Auspuff an sich. Ja, gucken wir erstmal, wie weit wir kommen. Ich denke mal, das wird nicht einfach, das wird nicht einfach. Okay. Jetzt lasse ich den Rostlöser erstmal einwirken. Ja, so ist das mit den alten Leuten, ne? Ach, da ist er. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo der Deckel ist. Doch, ich weiß, wo er ist. Gut, das lasse ich jetzt mal 10 Minuten einwirken und dann machen wir weiter. Bis gleich. Ja, ich muss mal ein bisschen aufpassen. Muss man auch alles. Das ist auch noch Feingewinde. So, geht die so raus? Ja. Ja, die geht so raus. Das ist schon mal gut. Ja, sieht auch sehr gut aus, die Schraube noch. Das war Nummer 1. Das ist jetzt die Verbindung hier. Das kann dranbleiben. Jetzt muss ich das nur noch ein bisschen hochbinden, dass das nicht so im Weg ist. Moment. Ich suche mal gerade was. Ich habe doch irgendwo was hingelegt extra dafür. Dum, 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 dum. Da ist es. Weißt du kein Rad, nimmst du Draht. Wo ist ein Loch? Loch an Loch und hält doch. Ne, müssen wir andere Seite nehmen. Da habe ich nämlich einen schönen Griff zum Festmachen. Hehe. So. Naja. So nicht. Dann versuchen wir es nochmal. So. Das eine haben wir, jetzt müssen wir bloß noch oben abmachen. Jetzt brauche ich einen anderen Schlüssel. Wir müssen mal gucken. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Nö, das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Das müsste sein. Drucke eben.
hin. Das ist auf jeden Fall 17, ja. Das ist 17. Und hier ist 14, ne? Klasse. Ja, das können wir alles schön mit Rostvernichter oder Rostumwandler. Ja. Wenn man zwei linke Hände hat, ist scheiße, ne? Hoppala. Was macht der extra? Oh, da dreht sich das ganze Lager, wenn ich das schon sehe. Ich glaube, Alter, das kann es doch nicht sein, ey. So wie es aussieht, dreht sich das ganze Lager, wenn ich das hier drehe. Das heißt, die Schraube werden wir nicht so einfach rauskriegen. Ich muss mal Kraft machen. Das habe ich mir gedacht. Also ich kann jetzt sehen hier an dem Schlitz, da dreht sich das ganze Lager mit. Das heißt, die Schraube ist wahrscheinlich fest. Ich brauche nochmal ein Stück Draht. Ich muss das auch mal hochbinden. Irgendwas, wo wir Test machen können, da oben können wir Test machen. Das ist ja jetzt kein Gewicht, was an dem Ding ist. Das ist ja nur ein ganz dünner Bügel. Obwohl. Müsste man eigentlich auch rausnehmen, gucken, ob das Lager in Ordnung ist. Aber das hat nur ein bisschen Seitenspiel. So hier, so kann ich es bewegen, aber nicht vor und zurück. Das ist eigentlich gut. So. Wie kriegen wir dich jetzt ab? Ist auch alles voll Rost. Hört schon alles ab, was nicht fest sein darf. Ich würde sagen, wir haben ein Problem. Houston, wir haben ein Problem. Ich denke mal, das bedarf wohl einer längeren Operation. Ist sie schon gekommen? Weiß ich gar nicht. Das sind also nur die Lager, was sich hier bewegen.
seht ihr, hier sind auch Lager drin. Ich mach das mal sauber. Da, wo die Schraube durch ist. Deshalb ist es auch kaputt, weil das halt quasi hier im Lager drin ist. Ja, die Schraube ist jetzt eh platt. Aber wie kriege ich die raus? Boah, Alter, da kann ich fummeln. Im Zweifel muss ich die ausbohren. Aber ich versuche noch mal ein bisschen mit Kloppen. Das ist ja zu laut für euch. Dann mache ich nämlich hier eben kurz aus. Und dann kloppe ich mal ein bisschen weiter. Dann hier, dann steht mir auch nichts im Weg. Entschuldige, dass ich euch das nicht zeige. So, die Schraube kriege ich nicht raus. Ich habe da gekloppt. Das Einzige, was ich mache, ich kloppe die immer platter. Das heißt, wir müssen damit dran. Ich muss gucken, ob ich damit zwischenkomme. Nur das Sägeblatt, Tuch rum und dann mit der Hand. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Auf jeden Fall wird das eine Mistarbeit. Schauen wir mal, wie weit ich das filmen kann. Also, ne? Ich stelle euch jetzt wieder um. Ja. Mit viel Kloppen und hin und her und machen und tun, habe ich es jetzt geschafft, das Sägeblatt dazwischen zu bekommen. Endlich. Jetzt habe ich mir mal eine Zigarette gegönnt. Ich brauche was zum Anfangen. Ja, und jetzt geht das hier los. Jetzt können wir gucken, dass wir das irgendwie so abgesägt kriegen, die Schraube. Das kann natürlich eine Stunde dauern. Und die andere Seite noch auch noch mal. Aber wenn ich Glück habe, klappt das. Natürlich wird es klappen, aber das ist natürlich eine Scheißarbeit. Wenn man das Sägeblatt abbricht, habe ich das überhaupt richtig rum? Nee, verkehrt rum. Der schneidet beim Ziehen, nicht beim Drücken. Also beim Zurückziehen. Ja, so ist das halt, ne? Das kann jetzt noch dauern, das mache ich dann im Schnellvorgang. Ich erzähle dann jetzt nichts mehr.
So, dieses war der erste Streich und der zweite folgt sogleich. Wenn ich dazwischen komme, heißt das. Da bin ich jetzt reingekommen, warum weiß ich nicht, aber hier komme ich nicht rein. Eigentlich doch. Nee, eigentlich nicht. Das ist das Lager. Muss mal gucken. Ah! Warte, ich mal kicke. Da hinten. So. Aber entschuldigt, ich muss mal eine kleine Pause haben. Ich muss den Pulli ausziehen. Mir ist das alles zu warm. Ich mach mal Klick eben, eine Sekunde. Ja. Mir ist das alles zu warm. Kann ich euch auf der anderen Seite hinstellen? Nee, leider nicht, ne? Nein. Ihr müsst doch von hier aus gucken. Ich mache aber mal kurz Pause. Also, entschuldigt, ne? So, weiter geht's. Nächste Runde. Ich habe schon meinen Pulli hier hingelegt, weil mir furchtbar warm wurde. Aber dann habe ich, liege ich wenigstens weich. Und hier ist ein bisschen jetzt schwieriger. Das wackelt und. Ich komme kaum rein hier. Ah, Mist. Nee, da. So. So, auf geht's. Ich werde weiter Gesicht. Fäustchen gemacht. Jetzt tun mir die Arme noch mehr weh. Und jetzt wird es abgesicht. Ah, komm. Auf zum Endspurt.
Dann geht's dann mit zum Gehirn. Na komm, voll ab. Na, alles kaputt. Muss ich das noch hier oben abkriegen, ne? Hier. Ja, da sind so Hülsen. Aber die Hülse ist schon gebrochen. Das ist das, was sich bewegt hat. Deshalb bin ich noch nicht reingekommen. Ja, seht ihr. Die eine war schon gebrochen. Gucken. Thank you.
Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Da ist es. Da ist eine Kugel drin. Jetzt muss ich bloß noch gucken, wie ich das jetzt rausgekloppt kriege. Da gehen wir mal an den Schraubstock. Muss ich bloß die Kamera umbauen. Und dann gucken wir mal. Schraube brauche ich auch. Selbstsichernde Mutter brauche ich auch. Das ist die Schraube. So. Alles klar, dann gehen wir mal an den Schraubstock. Ja, gut. Also, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich muss immer hinten in die Kamera gucken. Das Lager war da drin. Ne? Die Schraube hängt hier natürlich fest drin. Die lässt sich nicht mehr rausmachen. In der Kugel. Ja, das ist, was wir abgesägt haben. Das steckte also hier drin. Seht ihr hier oben? So. So war es drin. Mal aufpassen, dass man das auch richtig sieht. Hau doch einfach ab. So, jetzt habe ich geguckt. Mal gucken, ob man das sieht. Hier sind auch Lager drin. Das ist das Einzige, was sich bewegt. Hier fallen schon die Kugeln raus. Also beziehungsweise sind ja keine Kugeln, sondern Rollen. Ja, sieht man, ne? Die Rollen, die fallen schon raus. Da ist fest. An dem hier ist dasselbe. Das ist alles fest. Da bewegt sich gar nichts mehr. Das habe ich wahrscheinlich schon ein bisschen verknickt hier beim Kloppen. Die Seite ist auch fest. Das heißt, hier müssen einmal komplett 1, 2, 3, 4, 5. Also alle Lager müssen hier neu gemacht werden. So. Dann wisst ihr Bescheid, ne? Die werde ich dann bestellen. Und vorher werden wir uns dann mit der Bremse vergnügen. Eventuell Samstag. Ja. Und bis dahin sage ich mal, ja, ist eine scheiß Arbeit gewesen, aber es ist raus. Dann machen wir es jetzt einmal vernünftig. Dann werden die Lager einmal alle gemacht. Die Hülse. Na komm, dann nehmen wir Schmirgelpapier. Habe ich auch hier irgendwo. Und da hinten, da habe ich was. So, einen Moment. Ja, ich muss immer den Knopf drücken, entschuldigt. Knack. So, dann nehmen wir ein bisschen Schmirgelpapier. Das ist nämlich alles nur Flugrost, das ist Stahl, irgendwelche. Wird das mit Fett eingesetzt. Ja, das ist immer so blöd vor der Kamera hier. So, sieht doch schon gut aus. Aber das ist noch nicht kaputt. Das ist okay, das. Da diese Sache nicht die ganze Zeit quasi am Rollen ist, sondern sich nur so, maximal so bewegt, ist das egal, das passt dann schon. Da muss natürlich gut Fett rein. Und alle 4 bis 5 Jahre auseinandernehmen. Und dann passiert da auch nichts mehr dran. Wenn das einmal vernünftig auseinander war, wo die andere. Moment. Ja, tut mir leid, dass ich immer Knick machen muss. Das ist, wenn ich den Bildschirm wieder einschalte. Hier, der sieht noch gut aus. Ja, jetzt habe ich mal ein bisschen Schmirgelpapier genommen. Kriegt man noch besser hin. Es ist noch ein bisschen rau, aber das ist von dem hier.
Man kann es nicht drehen. Die Lager sind fest. Also kommen hier neue Lager rein. Die kriege ich locker raus. Ja. Oben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier kommen keine Simmerringe. Oben sind Simmerringe. Ja. Perfekt. Haben wir das schon mal geschafft? Ein bisschen verstellen die Kamera. So. Ja, damit haben wir schon mal eine große Hürde genommen. Die war wieder alles vollgesaut, na klar. So, ob jetzt die Tage nochmal ein Video kommt, weiß ich nicht. Ob ich jetzt schon von der Länge her auf einer halben Stunde bin. Müssen wir mal schauen. Entweder kommt jetzt noch was dabei, wenn ich Samstag anfange, aber das ist dann auch schon wieder zu lang, das ist dann auch schon wieder ein komplettes Video. Nee, dann machen wir lieber jetzt hier Schluss und machen dann die anderen Sachen, Radlager und so, dann machen wir extra Video. Das wäre dann, glaube ich, zu lang. Ja, bin gerade die Finger noch ein bisschen am Putzen hier, das ist alles schmierig und dreckig. Ja, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Lager besorgen, die alten raus, aber rauskloppen ist kein Thema, das ist eine Kleinigkeit. Von hinten mit dem Schraubenzieher kann man die schön, also quasi so anspannen. So, und dann kann man die schön mit dem Schraubenzieher so von hinten. Tock, 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 tock. Kloppt man die so immer rundherum und kriegt das raus. Das machen wir auch im Video, das zeige ich euch auch. Dann kommt das alles neu und dann haben wir Ruhe. Dann werden wir nie mehr Schwierigkeiten da unten haben. Dann wird das Ganze noch sauber gemacht, richtig. Dann kommt der Rost. Umwandler drauf, dann wird der ganze lackiert und dann ist Ruhe. So, die nehmen wir mit. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen und ja, nächste Folge weiß ich noch nicht. Ob ich hier noch was dranhänge oder eine neue Folge mache, keine Ahnung. Deshalb sage ich jetzt schon mal ciao, danke fürs Zuschauen und bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.